Schön, dass wir heute wieder Frühlingsdekoration machen und dazu auch Blumenstecker nähen. Im Garten haben wir noch von letzten und vorletzten Jahr so ganz verwaiste Blumenbehälter aus Metall, die ausgeblichen sind und einfach nicht mehr schön sind. Diese habe ich geleert, mit dem Besen grob gereinigt und dann anschließend nochmal richtig gesäubert, dass hier wirklich auch kein Staub mehr vorhanden ist. Und dann kriegen sie einen neuen Anstrich oder Ansprüher in diesem tollen Eddingspray Rosé Gold Matt. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Kurze Sprühstöße, nicht immer auf die gleiche Stelle und trotzdem kann es mal passieren, dass eine Nase läuft. Macht euch deswegen nicht verrückt. Mensch, wir sind alle keine Profis und ich verspreche euch, man sieht es auch zum Schluss nicht. Probiert es wirklich aus, springt über euren Schatten und holt euch mal irgendeine coole Dose und sprüht irgendwas an. Das ist so befreiend, wenn das dann anders aussieht und ja, macht es einfach mal. Lasst es zwischendurch antrocknen, bevor ihr eine nächste Schicht auftragt, um zum Beispiel fehlende Stellen noch zu lackieren. So, während das Ganze trocknet, wollen wir die Blumenstecker machen. Dafür habe ich so ein Reststück Wachstischdecke. Und die eignen sich total gut. Eure Reststücke sind immer mal so kleine, schöne Formen drauf, die man da gut machen kann. Schachtelspieße braucht ihr. Und ich habe jetzt hier ein Trinkglas genommen in einem Durchmesser. Ich glaube, es waren so ja, 6, 7 cm. Nehmt die Größe, die euch gefällt. Es muss einen Glasboden haben, dass ihr seht, was er ausmalt oder ausschneidet. Und dann sucht man mal ein paar Motive raus. Das da oben gefällt mir ganz gut. Und dann habe ich hier so einen, das ist ein Stift, der sich wieder mit Wasser löst. Also es ist kein Trickmarker, sondern das ist ein non-permanent, so ein Folienmaler. Mit dem geht es eben ganz gut auf die Wachstischdecke drauf und auch wieder runter. Und da suchen wir uns jetzt ein paar Motive aus. Schneiden Sie mit einer Nahtzugabe aus. Wenn ihr eure Ausschnitte gegen das Licht haltet, dann seht ihr den Stift durch. Ich habe mir jetzt hier drei Markierungspunkte gesetzt, um dann anschließend diesen Außenkreis nach innen auch zu übertragen. Außerdem schaue ich, wo ist die Mitte, richte mir das Ganze aus und mache da mir auch noch mal einen Strich drauf. Um einfach, wenn wir es dann aufeinander legen, dass es auf der einen Seite nicht schief ist und auf der anderen gerade. Damit dann eure Motive, wenn sie jetzt zum Beispiel Schriftzüge nur wären, auch wirklich gerade sind. Jetzt können wir die nämlich auch gut übereinander legen. Wir haben zum einen unten unsere Markierung und wir können auch schauen, ob die Ringe aufeinander liegen. Ja, da gucken wir jetzt, ob das alles so passt. Die schönen Seiten schauen sich hier an, also rechts auf rechts. Und ich habe hier halbrund genäht. Ich mache zwei verschiedene Varianten und bin gespannt, was euch besser gefällt. Ich habe meinen Favoriten und er geht auch ein bisschen einfacher. Der kommt auch gleich. Um runde Sachen gut wenden zu können, müsst ihr alles einschneiden und dann wenden. Und anschließend habe ich dann noch einmal alles versteppt. Ich muss echt sagen,
Es ist ein fester Stoff, der sich schlecht in Rundungen einbiegen kann. Gut, das war jetzt einer. Ich wollte es euch einfach nicht vorenthalten, dass es eigentlich Möglichkeiten gibt, wo man auch das lernt, wo man dann sieht, oh, sieht jetzt nicht ganz so toll aus. Deswegen machen wir den nächsten links auf links. Das heißt, die inneren Seiten sehen sich an. Ich hatte hier auch dann gleich den Schaschlikspieß mit rein. Ich hatte so gedacht, oh, den kann man gleich irgendwie vernähen. Den konnte man aber dann zum Schluss wirklich auch rausziehen, was ganz witzig war. Also müsst ihr nicht unbedingt reinstecken, könnt ihr auch lassen. Einmal ringsrum nähen und verriegeln nicht vergessen. Die Stichbreite habe ich mit 4 gewählt. Wählt die breiteste, die ihr habt. Dann passt der Schaschlikspieß auf jeden Fall rein. Da sieht man jetzt auch, dass die Rundungen besser aussehen. Und wir nehmen jetzt die Zickzackschere und schneiden das knapp neben der Naht schön aus. Und dann natürlich wieder unseren Schaschlikspieß reinstecken. Ja, zurück im Garten. Sie sind getrocknet, schaut es euch mal an. Innen lackiert. Schön die Kanten auch immer mitlackieren. Da ist jetzt was gelaufen. Macht euch wirklich nicht narrisch. Das ist überhaupt kein Problem. Man sieht es ja meistens dann eh nur von einer Seite. Schaut euch mal diese tolle Farbe an. Die schaut so mega aus. Ich bin so happy, dass ich mir die gekauft habe. Da ist jetzt auch eine Nase. Wirklich kein Problem. Alles gut. Hier habe ich jetzt innen gar nicht zu tief lackiert, weil wir das eh mit Erde bepflanzen. Und noch unsere Blumenstecker von gerade eben. Ich habe mir jetzt überlegt, einen Topf mache ich für den Innenbereich. Da habe ich dieses flammende Kätzchen besorgt. Das muss ich wirklich so betonen, weil ich immer flammendes Kätzchen sage. Und man kriegt es immer gar nicht so raus. Und das ist jetzt ein hellerer Ton auch. Und dann setzen wir uns hier einfach rein und theoretisch ist es fertig. Natürlich wollen wir es noch ein wenig dekorieren. Dann nehmen wir einen von diesen Pflanzensteckern dazu und es sieht ja schon ganz schön aus. Und für den Außenbereich wollte ich auch was machen. Das bekommt dann meine Mutti für den Tisch, weil sie da immer gerne sitzt. Das sind jetzt ganz normale Geranien. Diese ist sogar hängend. Ich habe sie ehrlich gesagt nach der Farbe gekauft und wieder so ein dunkles Hornfältchen. Also ich wollte eben Blumen in der Nuance heller und auch Töne dunkler haben. Und die pflanzen wir uns jetzt mit Pflanzerde rein. Genau, ein bisschen was einfüllen, dass sie höher sitzen und dann setzen wir die quasi rein. Manchmal haben die Pflanzen obendrauf recht viel Erde, die mache ich mir immer ein bisschen runter und dann kann ich dann im Anschluss, wenn ich dann eh das mit Erde festdrücke, noch ja, so 2 Zentimeter drauf geben, dass man das dann einfach besser befüllen kann. Wenn die Hornfeilchen unten so wahnsinnig verwurzelt sind, dann zupft euch das ein bisschen frei und dann kriegt man die auch ganz gut aus der Packung raus. Beim Auffüllen mit Erde die Pflanzen bitte immer vorsichtig seitlich hochheben, macht sie nicht kaputt. Achtet da ein bisschen drauf, dass die ja auch ein bisschen sorgfältig behandelt werden. Zwischen den Blumen und am Rand muss überall Erde hin.
den Gartenstecker für den Garten. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen besorgt, um das Ganze final wunderschön zu gestalten. Dieses Band kennt ihr bereits von mir. Ich habe es um den Topf gelegt, abgemessen und mit dem Zickzackstich vernäht. Dann ist es so eine Filzkordel, war mal an einem Blumentopf dran, genauso wie dieses, ich weiß es nicht, wie es heißt, ich nenne es mal Heu. Und natürlich Bänder. Deko-Elemente, hier habe ich Holzherzen, die habe ich mal im Tedox gefunden, ganzen Pack für 1 Euro, so kleine Strohkugeln und ein bisschen Draht braucht man auch zum Gestalten. Und wie gesagt, ich hatte das schon mal zum Abmessen drum gebunden und ich finde, es sieht unten total super aus. Und oben kommt dann noch die Filzkordel rum, um das so ein bisschen einzurahmen. Und zum Schluss noch das Herz. Das legen wir einfach mit rein, das hält durch die Pflanze selber. Und dann haben wir das erste fertig. Das sind immer einfache Sachen, die dann wirklich auch was hermachen und das ist einfach das Schöne. Hier habe ich jetzt erstmal überlegt, wie mache ich es. Nehme ich jetzt erstmal dieses Heu. Und das werde ich jetzt mit dem Draht zusammenbinden. Da hatte ich mir so kleine Stücke abgeschnitten. Das ist ganz normaler Basteldraht. Ich hatte jetzt hier keinen Floristendraht, weil ich bastle eben gern und bin halt kein Florist. Und die Ideen, die kommen mir einfach so, wie sie sind. Man lässt sich da irgendwie, gleiten in seinen Gedanken. Und es ist für mich immer auch so ein bisschen was Meditatives dabei, muss ich ehrlich sagen, wenn ich da bastel, nähe, gestalte, koche, backe, verziere. Ich bin da einfach für mich und es ist meine Art der Entspannung und das tut mir gut. Und es tut mir auch gut, diese Videos mit euch zu machen. Also einfach das nach außen zu tragen, andere Leute zu sagen, hey komm, mach einfach, probier es einfach. Nimm dir die Zeit, das ist Zeit für dich, in der du für dich etwas Schönes gestalten kannst, wo du dich auch dran freust. Oder eben auch andere erfreust. Ne? Das ist jetzt hier, das eine ist ein Geschenk für meine Mom oder die Babysocken, die ich gestrickt habe, das war auch ein Geschenk und die freuen sich alle, wenn du was machst und es ist nichts Gekauftes, sondern das hast du selber gemacht und das kommt all vom Herzen. So, jetzt haben wir alles fertig verziert und es sieht so toll aus. Wenn man überlegt, wir haben diesen ausgeblichenen Metallschalen neues Leben eingehaucht und sie ist so modern gestaltet. Wunderschön. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, schenkt mir doch einfach ein Abo. Das ist ein Geschenk, das ihr mir geben könnt, worüber ich mich so wahnsinnig freue. Und ich euch dann hoffentlich auch erfreue. Bis zum nächsten Mal, eure Manu.